Gute Adler! Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich bin schon mega nervös und jetzt gibt's noch einen Special-Auftrag für mich, für uns. Wir fahren jetzt hier mit dem richtigen Quiz-Taxi durch Sevilla. Guck mal, halten mal ein bisschen Ausschau nach Eintracht-Fans und haben Tonnen von Original-Eintracht-Trikots dabei und versuchen, die an den Mann zu bringen. Es gibt drei Fragen, alle drei müssen richtig beantwortet werden. Wer dies schafft, bekommt von uns ein Trikot in die Hand gedrückt und ansonsten gibt es einen kleinen Trostpreis. Viel Spaß beim Gucken! Hey, habt ihr Lust, beim Quiz-Taxi mitzumachen? Es gibt Sachen zu gewinnen. Kommt, steigt mal ein. Auf geht's! Also, wir alle erinnern uns doch gerne an das Frankfurter Spektakel im Camp Nou zurück. Ja. Wer traf beim 3:2 Auswärtssieg denn doppelt? Wer hat zwei Tore geschossen in Barcelona? Kostic. Richtig, erster Punkt für euch. Durchschnaufen. Jetzt läuft, ab jetzt läuft. Das war die einfache Frage. Ich erinnere dich. Wir konnten international einige Siege feiern, aber gegen welches Team feierten wir unseren ersten Sieg in der laufenden Euroleague-Saison? Einfach mal zurückdenken, gegen wen haben wir als erstes gespielt, als zweites und so weiter. Also erstes Spiel war gegen Fenerbahce, wie ging es aus? Ich helfe mit 1-1. 1-1, das war unentschieden. Gut. Und dann kam Royal Antwerpen. Und dann haben wir in Antwerpen gespielt. Genau, und da hat der Lammers, glaube ich, das 7. geschossen. Also war das unser erster Sieg? Eigentlich war das unser erster Sieg. Richtig! Ja. Zweite Frage richtig. Super! Philipp Kostic ist unser Dauerbrenner auf der linken Seite. Ja. Keiner schlägt so viele Bälle in den Strafraum wie der Serbe. Ja. Bei wie vielen Torvorlagen steht Kostic in der laufenden Euroleague-Saison? Also ich sag mal, das müssten mindestens mal 4 sein. Dann ist es 5. Gerade oder unkraut? 5! Geil! Super! Geil. Oh, das ist ja saugut! Sensationell! Kommt wieder? Jawohl! Das haben wir! Also, ich habe hier 4 wunderhübsche Mädels aus Frankfurt hier und ich sehe nur so schlimm aus, ich weiß nicht. So, wir machen jetzt ein sensationelles Quiz. So, die erste Frage lautet, dürfte nicht so schwierig sein. Im März waren wir schon mal hier in Sevilla. Gegen wen ging es und wie endete die Partie? Wir haben gewonnen. Ja, die Männer haben 2-1 gewonnen. Genau. Und wie hieß die Mannschaft? Betis, ja. Ah, erste Frage richtig. Ja! Habt ihr total souverän gelöst. Sensationell. Locker easy. So, 2019. Oh Gott. Ihr seid ja noch so jung, Kerle. Das kriegt ihr aber auch hin. Da waren aber schon noch auf der Welt. 2019 feierte die Eintracht mit einem 2:0 Erfolg zu Hause gegen Benfica Lissabon den Einzug ins Halbfinale. Aber wer hat das erlösende 2:0 geschossen? Das ist eine schwierige Frage. Doch, aber auch Rode. Ja. Yeah! Yeah! Sensationell! Wie viele Siege feierte die Eintracht in der laufenden Euroleague-Saison? 7. Ja. Ich möchte jetzt eine Zahl hören. 7! Richtig! Eintracht International! Oh! Oh! So, Mädels, hier sind eure Trikots. Yes! Dankeschön. Alles gut. One size fits all. Alles gut. Ja. Wir wollen, dass die anderen Fans die bekommen morgen im Stadion mit den weißen Farben. Wir haben auch schon welche. Die nicht so viel Hilfe brauchen. Genau. Alles klar. Wir wollen, dass sie an die Fans gehen, die mitgereist sind. Aber ich meine, so hübschen Mädels muss ich doch sehen. Geht ja gar nicht anders. Das tut mir doch Nein, alles gut. Es sind so viele mitgereist. Okay. Wir kommen wieder. Denen auch ein kleines Dankeschön, dass sie diesen Verein so gut unterstützen. Wie viele Eintracht-Fans machten das Camp Nou im Viertelfinale gegen Barcelona zu einem weißen Tollhaus? 3.000. Richtig. Yes!
In der laufenden Saison verteilen sich die Tore auf den Schultern unserer Offensivspieler. Oh, scheiße. Wer hat denn die meisten Treffer in der laufenden Euroleague-Saison erzielt? Euroleague? In der Euroleague-Saison. Das war noch der Tomada. Richtig. Jawohl! Jetzt noch eine Frage. Dann habt ihr es geschafft. Sensationell. 1980. Oh Gott. Konnte die Eintracht zuletzt einen internationalen Titel nach Frankfurt holen? Wer erzielte den erlösenden Treffer, der uns im Rückspiel gegen Gladbach den Sieg brachte? Ich muss die Frage erst machen. Okay, dann weiß es heute. Bitte also. Schade. Fred Schaub, aber dafür. Herr Schaub, ja. Ja, aber dafür. Scheiße. Aber dafür gibt es trotzdem. Trostpflaster. Ein kleinen Trostpreis. Ich darf die Trägers wirklich nur raushauen, wenn alle drei fahren. Ja, wir haben ja jetzt. Ja, dankeschön. So, dürfen wir euch hier wieder rauslassen? Ja, klar. Wunderbar. Ja, schön, dass ihr mitgemacht habt. Vielen Dank. So, Prost, mein Lieber. Jonas, dann streng mal deine grauen Zellen an. Wer erzwang mit seinem beherzten Einsatz in der Verlängerung im Rückspiel gegen Real Betis das Eigentor Sevillas? Hinteregger. Natürlich, ja. War unser Hinti. Ich war live im Stadion. Zweite Frage, also die erste hast du ganz souverän gemeistert. Zweite Frage. Unser Finalgegner Schaltete mit Dortmund und Leipzig zwei Bundesligisten in der Europa League aus. Ja. Den BVB im 16. Finale, Leipzig im Halbfinale. Richtig. Doch gegen wen gewannen die Rangers eigentlich im Viertelfinale? Also in dem Spiel dazwischen. Das war Prager. Nein, leider falsch. Ja? Olympique Lyon. Ah, Lyon. Haben sie zu Hause 1-1 gespielt und dort 3-0 gewonnen. Aber ich sag mal so, Du kriegst ein Pin. Oh, danke. Auf jeden Fall, du hast ein kaltes Bier bekommen. Der wird direkt krank gemacht. So, boah, schmeckt das geil. Vor 3 Jahren, also sprich 19. im Jahr 2019, war noch im Halbfinale der Euroleague Schluss für uns. Gegen welchen späteren Europapokalsieger hatten wir damals das Halbfinale denkbar knapp verloren? Chelsea Football Club. Ja, das ist ja einfach. Richtig, erste Frage souverän beantwortet. Zweite Frage, Ansgar Knauf. Sagt euch der Name. Ansgar Knauf kam erst im Winter zu uns, hat sich aber direkt als wertvolle Verstärkung erwiesen. Wie oft traf unser Rechtsaußen schon in seinen bisher 6 K.O.-Spielen in der Euroleague? Zweimal. Souverän gelöst! Ja. Yes. Also das war jetzt super, weil ich kann mich an das Tor in London natürlich erinnern, aber wo war das zweite Tor? Barcelona, daheim. Daheim. Stimmt, dieses Riesending, was er oben rechts eingeschweißt hat. Super, habt ihr sensationell beantwortet. 1961, jetzt wird's schwierig. Also da war selbst ich noch nicht auf der Welt. Gewannen wir im Halbfinale des Europapokals der Landesmeister gegen die Glasgow Rangers. 6-1 und 6-3. Gegen wen spielten wir dann im Finale und wie ging das Spiel aus? Das Jahrhundertspiel 1961. Das war damals praktisch wie Champions League. Das war Europapokal der Landesmeister. Es war gegen Real Madrid. Real Madrid ist sensationell richtig, Leute. Ich brauche aber noch das Ergebnis. Bitte, bitte, bitte. Wie bitte? Ja. Ich brauche eine Antwort. Wir haben 7-3 verloren. Ist der? Yeah! Euro-Logo! Euro-Logo!